Ich führe euch jetzt mal wieder durch unsere Wohnung. Das ist unser Chihuahua Bumblebee. Unsere kleine süße faule Socke. Das ist wirklich ein Couch-Potato. Ich meine, wenn er will, kann er auch. Ist er richtig in Action. Der kann so 3 bis 5 Stunden am Stück laufen, ohne jetzt zu übertreiben. Hier kommen wir zu unseren Mäusen. Wir haben 4 Stück. Haben auch dadurch leider 4 Stellen, wo die Tierchen drin sind. Die mussten wir leider trennen. Da ist eines. Ja, das ist ihr Auslauf, der jetzt recht karg wirkt, weil ich bin gerade dabei, wegzuräumen, wieder ein bisschen Ordnung zu machen zwischendurch mal. Deshalb sind auch nur noch 2 Kartons da drin. Wie ihr seht, ist es verbunden, dass das Mäuschen rein und raus kann, wann es will, zum Futter, zum Wasser. Da ist ein Käfig, der Süße schläft. Der andere, da ist, das ist Skunky. Das ist wirklich, und man sagt ja, dass Mäusemänner stinken, aber Skunky ist einer, ja, der hat seinen Namen zurecht, aber süß. Dann haben wir hier noch einen, der ist aber auch am Schlafen, weil man ja sagt, Mäuse brauchen mehrmals täglich ihre Ruhe. Dann haben wir hier unsere Spinnen. Das sind Vogelspinnen. Auch die Süßen brauchen ihren Schlaf. Wer so ein bisschen Ahnung hat, der weiß das. Dann haben wir hier, wie sagen wir mal, Barty. Den habe ich aus einer Wohnung geholt. Der wurde da einfach zurückgelassen. Der ist hier in diesem Quarantänebecken. Darum alles aus Papier und Pappe, damit man das schnell wegmachen kann. Der hat Würmer. Und die Tiere können sich durch ihre eigenen Würmer bzw. die Eier, die die Würmer legen, anstecken. Darum ist Pappe. Und Pappe ist aber auch weich, warm. Ja, und wie ihr seht, sieht da alles andere als traurig aus. So, weshalb ich euch hier durch die Wohnung führe, ist, ich wollte euch zeigen, dass mein Mann und ich Tierbesitzer sind, Tierliebhaber sind. Oh, da ist einer unserer Frösche. Wir haben 2 Stück in diesem Becken davon. Mal sehen. Nee, der zweite ist leider irgendwo da drunter. Ja, da sind 2. Dann haben wir hier unsere Achatschnecken. Da sind 7 Stück drin, beziehungsweise 8. Die schlafen aber auch, weil das sind ja auch Tiere, die nachts, beziehungsweise wenn es dämmert, rauskommen. Jetzt ist hier unsere Babys. Weil nicht, dass die denn aus Versehen beim Saubermachen weggeschmissen werden, werden die logischerweise bei der Größe einzeln gehalten. Hier haben wir 2 Kornnattern drin. Die Süßen sind ja auch dämmerungsaktiv, deshalb sieht man jetzt auch keine, aber hätte ja sein können, dass wenigstens Lady zu sehen ist. Nein, leider nicht. Hier haben wir unsere Gespenstschrecken. Muss ich aufmachen wahrscheinlich. Ja, die braucht man normalerweise nicht im Terrarium halten, aber aus Sicherheitsgründen für die Tiere, weil diese Männchen hier können fliegen. Da ist noch eins. Die Weiber fliegen nicht. Und nicht, dass man immer nach Hause kommt und dann rauftritt, weil man nicht mit gerechnet hat, dass ein Tierchen rumgeflattert ist. Also kommen sie auch in ein Terrar, was den Tieren sowieso egal ist, weil die wollen einfach nur fressen und die haben auch nichts anderes aus. Aber wir finden sie eben interessant. Ja, wie gesagt, das waren diese. Jetzt haben wir hier unsere Fauchschaben. Das ist schon ein recht großes Becken, weil da sind nicht nur 3 bis 4 Stück drin. Nicht wundern über diesen ekligen Rand. Das ist Vaseline, das muss man machen aus Sicherheitsgründen, weil Fauchschaben können überall hochklettern. Ranklettern, durchklettern, wegklettern. Also muss man Vaseline machen, dass sie uns nicht entfleuchen. Auch bloß eine Sicherheitsmaßnahme, nicht, dass wir auf die Tiere rauftreten, weil wir haben keine Probleme, wenn einer unserer Krabbeltiere rumläuft, solange wir es rechtzeitig finden, ist es okay. Hier haben wir auch 2 Cornys drin, aber die schlafen auch, die Süßen. Aber hier kann ich wahrscheinlich mal in den Kork rein. Ah, Miss Butter, die liegt da hinten, wie ihr seht. Das ist Miss Butter. Mal sehen, ob Mr. Red. Nee, dann ist der vielleicht in sein. Ja, guckt mal, worin die schlafen. So, da ist Mr. Red meistens drinne. Oh, ist der Vorführeffekt. Ach nee, der ist da im hinterm Blumentopf drin. Aber da möchte ich jetzt nicht rauskramen, weil, nee, ich nerve ehrlich gesagt unsere Tierchen ungern.
Was nicht sein muss, muss nicht sein. Ja, gut. Dann haben wir hier Zuphoba-Käfer. Das sind die Käfer. Ja, ist ja ein schön kahl. Selten, dass die so viel aufgefressen haben. Hier haben wir die Zuphoba-Würmer. Die Grillen. Das ist ganz normales Futter. Da sind Waldschaben drin. Dann haben wir hier auch nochmal eine rote Kornnatter drin. Die möchte ich aber auch nicht rausholen. Und dann haben wir hier unseren Optimus Prime, unseren Steppenwaran. Noch Steppenwaran. Baby, kannst du sagen. Wundert euch nicht über die Haltung, dass manche Tiere in Boxen sitzen. Das hat was mit der Größe zu tun. Da die Tiere noch sehr klein sind, haben die in großen Becken nichts zu suchen. Das ist hier zum Beispiel Futter. Weil umso größer das Becken, umso ungemütlicher für die, weil die haben dann gar keinen Bezug so zum Becken. Und ja, dann, ach so, Kuscheltier ist auch aus diesem Grund drin, weil, nicht weil Warane kuscheln, sondern das ist weich und da kann er dann drunter krabbeln. Warane verstecken sich gerne unter Dingen, wo sie denn das fühlen. Also wenn wir jetzt eine Höhle reinsetzen, die ihnen zu groß ist, ist er ungern drin, weil die brauchen Körperkontakt zu den Stellen, wo sie sich verstecken und bedecken. So, jetzt kommen wir in unser Badezimmer. Ja, da ist nicht viel zu sehen, außer dass die alle abgedeckt sind, weil die machen jetzt Winterruhe. Also brauche ich gar nicht weiter reingehen, weil ich mache jetzt auch kein Laken oder Bettdeck weg, weil die Tiere brauchen und sollen auch ihre Ruhe haben. So, ich wollte mit diesem Video zeigen, erklären, dass wir Erfahrung in Sachen Tierhaltung haben, dass wir tierlieb sind und ich glaube, man sieht es auch, dass wir die Tiere ordentlich halten, sauber halten. Da ist zum Beispiel eines der Mausis. Ja, also ich glaube, es gibt Tiere, die haben es schlechter. Und mit diesem Video bezwecke ich natürlich auch, wir suchen ein Grundstück. Ab 800 Quadratmeter aufwärts, weil ich möchte einen Gnadenhof eröffnen für Reptilien. Weit und breit in Berlin gibt es keinen Gnadenhof für Reptilien. Deshalb möchte ich sowas und es wird vermehrt sich, dass die Tiere ausgesetzt werden, dass tote Tiere gefunden werden und. Weil es leider Gottes immer wieder ganz viele Menschen gibt, die sich alles anschaffen, um mitreden zu können, um zu sagen, auch ich habe einen Waran, auch ich habe eine große Schlange. Ja, und dann geht's ins Geld und dann wird das Tier entsorgt. Wenn ich sage entsorgt, dann sage ich auch bewusst entsorgt. Ich kann nicht alle Tiere retten, aber ein paar bilde ich mir ein. Zum Beispiel, guck mal, Barty zum Beispiel, der ist hier, weil wir den Platz haben. So wie der Wurm frei ist, wird er vermittelt. Und ich muss dazu sagen, beim Vermitteln bin ich nicht ohne. Also wer bei mir schon in der Sachen Vermittlung keine Geduld hat, der bekommt sowieso kein Tier, beziehungsweise das Tier nicht, weil ich sage mir, wer meine Fragen schon nicht beantworten will oder kann, naja, der hat auch für ein Tier erst recht keine Geduld, keine Ausdauer, also bleibt das Tier hier. Unsere Planschkuh, die normalerweise in dem Becken drin sitzt, ist bei unserem Doktor in der Winterruhe, ist eine Wasserschildkröte. Und dadurch hat Barty Glück, so ein recht großes Quarantänebecken zu haben. Wie gesagt, ich suche in Berlin, wenn es geht, recht zentral, wo die Leute im Notfall sogar zu Fuß hinkommen, ein Grundstück ab 800 Quadratmeter aufwärts. Es muss kein Haus drauf sein. Ich würde gerne Container aufstellen. Also brauche ich natürlich auch ein erschlossenes Grundstück, Wasser, Strom, was sehr wichtig ist, gerade bei Tierhaltung und so. Und mit zentral meine ich, klar, wenn es geht, mittig von Berlin, aber wo auch keine Nachbarn stören, beziehungsweise sich die Nachbarn nicht gestört fühlen. Ich möchte auch ein paar Hunde aufnehmen, ein paar Katzen, weil auch die werden leider Gottes immer wieder. Jetzt haben wir Weihnachtszeit und naja, ihr kennt es schon. Ja, das ist hier eigentlich meine Bitte, mein Wunsch, wenn man mir weiterhelfen kann. Wir sind eigentlich fast ein Verein. Ich spreche jetzt immer nur von mir, weil ich bin diejenige, die das gerne möchte und habe aber schon 7 bis 9 Personen, die mitmachen möchten, mitmachen würden, mir also helfen würden. Und ich bin eben die Person, die das ins Leben gerufen hat, beziehungsweise die das eigentlich gerne möchte. Und deshalb, mein Name ist Losse Marion und ihr werdet auf meiner Seite, Mann, auf unserer Seite sehen, wer dabei ist. Und deshalb filme ich mich auch jetzt nicht selber. Ich bin nicht so der Fototyp und weiß ich was. Mir geht's darum, dass ihr seht,
Aha, die Frau hat Tiere, die Frau hat auch nicht nur eine Schildkröte, sondern sogar Mäuse und so. Sie weiß also ein bisschen, wie man welche Tierart hilft, rettet, hält. www. kleingeschrieben Auffang- kleingeschrieben Vermittlung- Stelle.de. Und da könnt ihr dann mal so ein bisschen auf unsere Webseite. Das ist auch das erste Mal, dass ich sowas erstellt habe, aber da seht ihr schon mal, was wir vorhaben und wer was vorhat. www.auffang-vermittlung-stelle.de. Es ist gleichzeitig ein Gnadenhof, weil Tiere, die nicht mehr wegkommen, weil sie krank sind oder alt sind, die sollen natürlich da vor Ort bleiben können. Also, wie gesagt, es ist auch eine Vermittlung. Und dann steht da noch dabei, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die sowas machen oder machen werden, Reptilien-Oase Plus. Wir helfen. So, ich danke für euer Zuhören, Gucken, weil geht ja nicht nur 3 Minuten. Ja, tausend Dank auch, wenn ihr sowas vielleicht teilen könntet. Tschüss.